Recht herzlich willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde, zu einer brandneuen Folge Metro Exodus. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr wieder dabei seid. So, was ist da eigentlich los? So, also ich kann euch Folgendes sagen, ich freue mich schon so auf Dead Space, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, zu diesem Zeitpunkt, wenn die Folge hier hochgeladen wird, bin ich jetzt schon auf der Suche, denn ich kaufe die Spiele meistens nicht, wenn sie rauskommen, sondern immer ein, zwei Wochen danach. Und könnt ihr euch auf jeden Fall schon drauf freuen. Bald kommt Dead Space, dann werde ich doch Folgendes sagen, das Star Wars habe ich ja auch kurz angespielt. Habe ich, glaube ich, 4 Folgen hochgeladen. Ist auch recht gut bei euch angekommen, aber es tut mir leid, die Situation da auf dem Planeten mit diesen vielen Felsen und das Geklettere. Und also das ist dermaßen, also die 4. Folge hat sich schon so in die Länge gezogen bei mir. Ich fand das so langweilig. Ich bin zwar auch ein recht großer Star Wars Fan, aber das tut mir leid. Also die haben ja auch gesagt, dass in dem neuen Teil, der jetzt kommt, die Laufwege sehr viel kürzer sind. Also es ist, muss es abbrechen. Muss ich den ganzen Weg, ich habe also mit diesem einen Typen da gesprochen, der mir gesagt hat, dass ich irgendwelche Gräber suchen soll, und dann muss ich den ganzen Weg, den ich vorher mühevoll hingegangen bin zu diesem Typen in diesem Gewölbe, was ich stundenlang gesucht habe, wieder zurücklaufen, und habe mich da total verfranst auf dem Rückweg. So was Langweiliges, also tut mir leid, das ist nichts für mich. Also ich brauche da ein bisschen mehr Action. Also das hat sehr stark angefangen, das Spiel, und dann aber auch sehr schnell stark nachgelassen. Ich freue mich jetzt auf Dead Space, und dann kommt ja auch noch Evil Within 1. Und fürchterlich. Nett und warmherzig, ja. Tatsächlich, selbst ich als Misanthrop bin beeindruckt. Was habe ich verpasst? Du hättest sehen sollen, wie sie getanzt haben. Keine Sorge, du bekommst noch eine Gelegenheit. Bitte um Aufmerksamkeit. Ein halbes Jahr unterwegs und 4000 Kilometer hinter uns. Wir haben viel durchgemacht. Damir. Also gut, Leute. Es ist mir klar, dass ich das nicht länger vor euch verbergen kann. Nach reichlicher Überlegung und sorgfältiger Begutachtung der Satellitenkarten, die wir bekommen haben, gibt es möglicherweise ein neues Zuhause für uns. Es ist ein Flusstal. Dort gibt es einen Wald und ein Wasserkraftwerk. Ja. Es befindet sich fernab der dicht besiedelten Gebiete, was sehr wichtig ist, wie unsere Reise gezeigt hat. Wir sind jetzt noch etwa 2 Tage entfernt. Also, Glückwunsch an alle! Ja! 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 Trotzdem ist das heute nicht unser letzter Punkt auf der Tagesordnung. Oh, jetzt mal gut mit der Husterei hier. Katja! Trink mal einen Schluck, der muss auch nicht mehr husten. Stepan, Katja, sprecht mir nach. Hiermit nehme ich dich zum Mann. Nehme ich dich zur Frau. Und werde dich von nun an in Ehren halten. Und in guten wie in schlechten Zeiten. In guten wie in schlechten Zeiten. Reichtum und Armut. In Reichtum und Armut. In Krankheit und Gesundheit. In Krankheit und Gesundheit. Um dich zu lieben und ehren. Um dich zu lieben, bis der Tod uns scheidet. Bis der Tod uns scheidet. Oh, eine Hochzeit an Bord. Cool. Als Kapitän dieses Schiffs erkläre ich euch hiermit zu Mann und Frau. Ich wünsche euch ein langes und glückliches Leben. Ach, und Gorko. Gorko! 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 Boah, die spuckt Blut. Was ist denn? Ach du Scheiße, was ist jetzt denn los? Anna, was ist denn los?
Seid vorsichtig, Leute! Anna, bitte halte durch! Was ist denn los? Was ist denn, Anna? Was ist für Husten? Danke. Bitte, tu doch was. Drängt euch nicht um sie, lasst ihr Luft. Verdammt. Tut mir leid, dass ich nichts gesagt habe. Wovon redest du denn da, Baby? Im Yaman Tau, als sie mich verschleppten, sagte dieser Ghoul-Doktor, dass meine Lungen sich zersetzen. Von dem Gas, das ich am Munitionsdepot eingeatmet habe, sagte, ich hätte nicht mehr lange. Wie kannst du diesem Monster nur glauben? Wir sind doch durch die Wüste und der ganze Sand. Das könnte doch der Grund sein. Katja, Artyom, auf ein Wort. Oh, mega hardcore. Mir geht's gut, Artyom. Ja, genau. Geh, alles ist jetzt gut. Blut verschmiert, alles ist gut, genau. Ich weiß nicht so recht. Der Alte ist echt sauer. Tja, Artyom kriegt heute so echten Anschiss. Dabei ist es nicht Artyoms Schuld. Ich bin ganz alleine in diesen blöden Bunker gefallen. Und wenn Papa auch nur ein Wort darüber verliert, dann reiß ich ihm den Arsch auf. Oh, Mika. Was ist los hier? Also, Artyom, kannst du mir sagen, was wir jetzt machen? Lassen Sie uns konstruktiv sein, keine Panik schieben. Und Katja, was glaubst du? Ich glaube, dass es nicht klug ist, der Diagnose eines Degenerierten zu glauben. Ein Umzug von der feuchten Metro in die Wüste mit trockener Hitze und Sandstürmen ist Stress für die Lunge. Ich glaube auch, dass sie vorher schon Symptome gezeigt hätte, wäre es das Gas gewesen. Daher werde ich sie erstmal nach bestem Wissen untersuchen. Außerdem reisen wir zu diesem Tal voller Waldluft. Die alleine könnte sie schon heilen. Ich mische mich nur ungern ein, aber ist etwas passiert? Anna hat Blut gehustet. Mein Gott. Meinst du wirklich, es liegt am Sand? Klingt für mich mehr nach TB. Ganz TB kriegen wir in den Griff. Wir haben genug Antibiotika. Und frische Luft hilft dabei auch. Anna, was? Was, wenn dieser Degenerierte recht hat, Katja? Was machen wir dann? Gibt es ein Medikament? In unserem Dorf gab es eine Flakbatterie. Zu Beginn des Krieges erhielten sie ein neues Medikament. Es hat viele Menschen vor Gas und allgemein Vergiftungen geschützt. Ich schau mal Mamas Aufzeichnungen durch und suche den Namen raus. Ich glaube, es wurde in Novosibirsk hergestellt. Okay. Ja, dann. Tu es. Novosibirsk. Yermak, deine Meinung? Für Anna würde ich bis zum Ende der Welt fahren. Und Novosibirsk ist gerade mal 2000 Kilometer entfernt. Dann ist das beschlossene Sache. Wir fahren zu dem Tal. Wenn es geeignet ist, bleiben wir dort. Sollte sich Annas Zustand verschlechtern, suche ich mit einer Gruppe Freiwilligen nach dem Medikament. Also, Katja, bitte finde den Namen heraus. Mach ich. Keine Sorge. Eine Sache noch, Artyom. Ich möchte in diesem Tal keine Überraschungen. Du bist unser erfahrenster Späher. Also nimm die Motordraisine, einen Freiwilligen, und sieh dir alles an, bevor wir eintreffen. Lass uns erstmal zurückgehen, um Anna und die anderen zu beruhigen. Armes Mädchen. Jetzt verstehe ich, warum sie in letzter Zeit so mies drauf war. Musste die ganze Zeit daran denken. Und? Wie lautet das Urteil der Jury? Also hier kommen eure Befehle. Erstens, Ruhe bewahren. Der Plan steht. Wir fahren zu diesem Tal mit seiner frischen Luft und dem sauberen Wasser. Und dann siedeln wir uns dort an. Sollte Annas Gesundheit... Papa, bitte! Ich wiederhole, Anna. Falls es dir schlechter gehen sollte, so gibt es ein Medikament, von dem Katja uns erzählt hat. Falls nötig, werden wir es für dich finden. Das klingt nach einem guten Plan. Ich möchte auch sagen, Leute, macht euch keine Sorgen. Es ist schon schlimm genug, dass ich euch die Party verdorben habe. Ach, komm schon, du hast gar nichts verdorben. Ich habe mir wohl zu viele Gedanken über den Mist von dem Kerl in Yaman Tau gemacht. Obwohl es bestimmt nur der Sand und das Wüstenklima sind. Natürlich, daran wird es liegen. Genau das haben wir gerade besprochen. Also gut, ein Toast.
Auf euch, Leute. Seid einfach fröhlich. Auf ein guter Toast! Auf euch! Stefan, spielst du dieses Lied? Na klar! Okay, das sagt jetzt erstmal. Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой. Секир башка. Полковник Васин сказал, полка и сказал, пойдем домой. Мы не пойдем уже здесь, если нам соль. Komische Landkarte da. Setze deine Reise fort und erkunde den weiter den Zug. So, die Tiger. Ich kann nicht behaupten, je religiös gewesen zu sein. Aber jetzt bitte ich alle Götter, auf Anna aufzupassen. Möge das Tal ihre Krankheit heilen. In der Zwischenzeit haben Aljoscha und ich einen Aufklärungseinsatz. Keine Ahnung, was uns dort erwartet, aber Aljoscha scheint überzeugt zu sein, dass zahlreiche Frauen seine Ankunft dort begierig erwarten. Sollte das wirklich der Fall sein, dann habe ich den bestmöglichen Begleiter für diesen Einsatz. Ah, typische PS4-Ladezeiten hier. Man merkt, dass es noch von der PS4 ist, das Spiel. Ja, ich bin recht angetan von diesem Tal. Nehmen wir mal so, die Luft. So, wir schauen uns jetzt das Tal an. Kopf ganz klar. Noch nie habe ich solche Luft gerochen. Oh, sieht gut aus. Ich wette, wenn wir eine Woche dort verbringen, wird nicht nur Anna geheilt sein, sondern dem Oberst werden sogar die Füße nachwachsen. Verdammt, was für eine holprige Fahrt. Die Schienen sind total krumm. Die ganze Trasse scheint wegzurutschen. Ich hoffe, sie hält unser Gewicht. Wir sollten die Aurora kontaktieren und ihnen sagen, dass sie die andere Strecke nehmen sollen. Aurora, bitte komm! Hier Aufklärung! Hört ihr mich? Ende! Aurora hier. Ich höre euch laut und deutlich. Ende! Herr Oberst, diese Strecke wird die Aurora nicht tragen. Nehmen Sie die Hauptstrecke. Ende! Ich verstehe. Hier sind ein paar Reparaturen nötig. Das bedeutet eine Verzögerung. Trotzdem steht der Plan. Treffen uns am Dach. Wie ist die allgemeine Lage dort? Ende. Die allgemeine Lage hier ist der absolute Wahnsinn, Herr Oberst. Anna wird es hier bestimmt gefallen. Ende. Freut mich zu hören. Weitermachen. Aurora, Ende und aus. Der Plan ist also wie folgt. Wir begeben uns zu dem Damm, überprüfen ihn schnell und sagen ihnen, sie sollen herkommen. Sieh dir diese schöne Gegend nur an. Willst du nicht auch, dass sie schon eher hier sind? Nimm zum Beispiel die Kirche. Ah, Scheiße! Ah. Das war ja klar. Oh, er rettet mich jetzt, wa? Oder irgendjemand?
nicht mehr. Alter, hast du irgendwas gefunden? Geh weiter! Wir müssen das Ufer bis hin zu den unteren Stromschnellen absuchen. Hier ist nichts. Komme! Gut. Unsere Leute haben deinen Freund geschnappt. Ich kann aber sehen, dass ihr zwei keine Banditen seid. Ich werde dir helfen, solange du keine Dummheiten machst. Jetzt muss ich los. Bleib nur außer Sichtweite, dann ist alles gut. Gott, wo bin ich hier denn gelandet? Da müssen wir hin. Bestimmt wieder keine Waffen mehr, wa? Alles weg. Oh. Auch nicht schlecht. Eine schöne Ausrüstung. Schöner alter Fernseher hier. Oh. Gutes altes Röhrengerät. Oh, hier ist noch jemand. Hier ist auch nichts mehr zu holen. Eieiei, Bambina! Da ist jemand im Ofen. Krass. Okay, hier ist nichts zu... Vom Moment, da war eben irgendwas. Durch. Hier ist auch noch ein Raum. Hier, 80s. Wo sind wir hier denn gelandet? Werkzeug. Den Part finde ich wieder ganz cool, muss ich sagen. Hat so seine Höhen und Tiefen gehabt, das Spiel. Metro Exodus. Da lang. Scheiße! Du Mistvieh!
Verpiss dich, du Miststück! Danke, Bruder! Binde mich jetzt einfach los! Die Mistkerle haben mich so eng gefesselt, dass ich meine Arme nicht mehr spüre. Hör mal, Mann, das ist alles viel zu... Ich schulde dir was. Das werde ich dir nie vergessen. Ich schwöre. Diese Fichtenficker haben mich hier einfach wie die Wölfe zurückgelassen. Ich kenne dich gar nicht. Aus welcher Hütte bist du? Echt schicke Ausrüstung. Naja. Solltest du da nicht allein hingehen. Ich hab's probiert und du weißt, was passiert ist. Das ist, glaube ich, die falsche Richtung, oder? Okay, die haben wir ja jetzt geholfen. Das war echt beschissen. Jo. Da kann man was mitnehmen. Aufpassen, dass es hier jetzt nicht dunkel wird. Gucken wir jetzt hier. Das sieht gut aus. Hoffentlich auf dem richtigen Weg. Sieht gut aus bis jetzt. Noch irgendwas mitnehmen hier. Auch nur Schrott hier. Wir sind die Brüder der Küste. Noch ein Schritt und wir machen dich kalt. Hey, noch ein Schritt und du stirbst. Schnappt ihr euch, Leute? Ich versteck mich besser. Der Streuner ist wohl nicht zu finden. Keine Chance, dass wir ihn erwischen, Leute. Schnappt ihr euch, Leute? Der Eindringling ist hier. Nur weil ich keine Kugel abkriegen will, heißt das nicht, dass ich ein Feigling bin. Du versteckst dich also, du Bandit. Ich finde dich trotzdem. Ach, die kann ich nicht ab. Bestimmt. Die kann ich nicht abballern oder was? Was? Verdammt! Hey, hinter dem Zaun! So. Die kriegt man hier nochmal vernünftige Waffen. Thank you.
Eindringling! Er ist hier! Ich sehe den Eindringling! Dort! Wer ist das? Hey, Streuner! Ich habe einen Ladefall! So. Leute, Zeit zu verschwinden! Da, du verdammter Eindringling! Da, du verdammter Eindringling! Wo ist der Wichser? Wir müssen abhauen, Leute! Wir könnten ja alle sterben! Da, da unten! Leute, lade nach! Was ist das? Leute, ich hab ihn gesehen! Er ist an dem Fenster dort! Verdammt. Aber bei dieser Säule doch! Da bist du ja! Da, nimm das! Das ist der Eindringling! Mit Faust ist viel effektiver. Wir werden alle sterben, Leute! Zeit zu verschwinden! Da ist er! In diesem Durchgang! Er war da unten! Ich verstehe mich besser. Er ist weggelaufen. Was für ein Feigling! Ja, komm her. Leute, lasst uns den Streuner suchen! Wir dürfen ihn hier nicht frei rumlaufen lassen! So, wo geht das hier denn jetzt weiter? Was war das da unten? Oh, ich gehe in Deckung. Was zum... Da ist er! Er ist da unten! Wir müssen abhauen, Leute! Was ist das, du Streuner? Leute, einer von uns ist tot! Sterb, Eindringling! Leute, es gibt Probleme! Leute, er ist da! Hinter der Säule! Ich muss nachladen! Hilfe! Hilfe! Ich glaube, er ist tot! Schon gut, Streuner! Ich ergebe mich! Da ist er, bei der du hast dich als der Stärkere erwiesen, Streuner. Dadurch bist du aber noch lange nicht im Recht. Ich ergebe mich, Streuner! Ich kann nichts mehr machen! So, wo müssen wir denn hier überhaupt hin? Mal eben auf die andere Seite. Zum Damm. Ja. So, gut. Meine Lieben, an dieser Stelle machen wir unseren nächsten Boxenstopp. Folge ist auch schon wieder richtig gut lang. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst auf jeden Fall einen Daumen da. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.